Hallöchen und willkommen zurück zu Minecraft LP mit Neverguests. So, da sind wir wieder in einer neuen Aufnahme. Es ist Montag 20 Uhr oder kurz vor 20 Uhr. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Wir haben die beiden Felder gesucht. Ach stimmt, das war ja das Halloween-Update. Ja, stimmt, wir wollten hier ein... Na, wie heißt es? Ein. Jetzt komme ich nicht drauf. Kakteenfeld anpflanzen. Morgen werde ich ja mit dem Wolke aufnehmen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich muss ja nicht jedes Mal ein riesen Geheimnis draus machen. Jetzt muss ich überlegen kurz. Kakteen, haben wir schon Kakteen? Ah ja, ich hab's ja dabei. Toll. Ah ne, Sand, genau, wir brauchen Sand. Das wollte ich schon. Gehen wir gleich mal los. Morgen werde ich mit dem Wolke aufnehmen. Aber ich habe so viel Lust gehabt, gerade aufzunehmen wieder, dass ich mir gedacht habe, nimmst du einmal ein bisschen auf, nicht zu viel. Ah, unser Wald sprießt. Das ist auch nicht schlecht. Na, machen wir jetzt nichts. Das können wir ja morgen vielleicht machen. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich es jetzt mal aufgenommen hatte. Ich muss das mal kurz wieder reinfinden. So, Sand haben wir 40. Das wird natürlich nicht reichen. Stimmt, wir haben die Pyramide auseinandergenommen. Und hatten ja auch das Dorf gefunden. Dann würde ich sagen, haben wir Eisenhammer. Dann machen wir mal noch ganz kurz einen Abstecher. Es ist zwar jetzt doof, dass wir jetzt nochmal so weit laufen müssen, aber... Wir machen nochmal ganz kurz einen Abstecher in die Wüste und holen uns mal ein bisschen Sand. Weil wir werden... Achso, es ist ja Nacht. Und hepp. Die neuen Sounds sind auch ein bisschen heftig, ne? Stirb! Gemeiner Pirat! Der Pirat ist hier schon eine ganze Weile rum. So wie der... Alter, was ist denn hier los heute? Alter! Ist hier Karneval oder was? Lasst mich alle! Ich will nicht dich, ich will den Creeper! Alter, was ist denn hier los? Ich meine, klar, es ist Nacht, aber man muss es nicht übertreiben, ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum die Zombies keinen Hinterkopf haben. Ob das jetzt so sein soll oder ob das ein Grafikbug ist. Oder was weiß ich. Ich bin eigentlich nicht hierher gekommen. Warum schleppe ich eigentlich 41 Eisen mit mir rum? Ich stelle mal kurz den Minecraft-Sound ein Stück runter. Weil das ist ein bisschen sehr laut jetzt. So. Oh, das hier mal auf 30. Oder ne, lass mal auf 25. Und. So. Was mache ich denn eigentlich? Oh, ich bin total vor der Rolle, ja. Naja, gut. Wie wärt ihr drauf, wenn ihr, wenn neben euch zwei solche Viecher explodieren würden? Ihr hättet auch erstmal einen kleinen Denk. Ja. Ich nenne es mal Denkausfall. Ach, ich weiß nicht, was ich gerade laber. Ich bin gut drauf, ich hatte Lust zum Aufnehmen. Und deswegen mache ich das jetzt einfach. Abgesehen davon wusste ich nicht, was ich tun soll. Es ist 20 Uhr. Ich habe mir die Let's Plays von den ganzen Leuten angeguckt. Dann habe ich ein bisschen meine Let's Plays bearbeitet. Es ist ja jetzt das Let's Play Village Defend rausgekommen von mir. Was ja ein totales Durcheinander ist am Anfang. Und das habe ich heute bearbeitet und da wusste ich jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Da habe ich gerade mir noch eine Serie angeguckt. Aber da musste ich echt feiern. Also ich kam wirklich nicht mehr raus aus dem Feiern. Ich glaube, das findet ihr auf YouTube.
müsst ihr mal gucken. Gebt einfach mal bei YouTube IS Trailer ein, wenn es euch interessiert. Also ich habe echt nicht mehr aufgehört zu feiern. Also es ist so ein... Ich würde jetzt nicht sagen Scheiß, aber... Es ist witzig, auf jeden Fall. So, sind wir hier in der Wüste angelangt. Beseitigen wir erstmal noch schnell den Zombie. Zombie. Den habe ich auch schon 50 Mal gebracht. Ne? Wo? Weiche! Weiche, du Spinne des Bösen! Weiche! Wow, noch eine! Wir spielen übrigens wieder mit dem Working Pack. Ich habe das nur für die Halloween-Aufnahme, hatte ich mal das andere drin. Komm, wir versuchen mal einen Enderman zu killen. Boah, die Geräusche. Alter! Alter! Das ist ja hier schlimmer! Das ist ja hier schlimmer als Slenderman. Slenderman, der alles ändern kann. Boah, Alter. Das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Jawohl. Und den letzten kriegt man auch noch. Alter. Die Geräusche, ne? Ah! Boah, ey, das ist ja echt nervig. Das klingt wie so ein Propeller. Au! Das wird euch einfach wehtun. Und der Creeper schämt sich in seiner Ecke und er kann auch sterben. Ja, toll, die Pfeile sind alle. So, ach du Scheiße. Wehe, du explodierst im Dorf. Dann werd ich böse. Alter! Nein, ey, Alter! Was ist das hier? Irrenhausen oder was? Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Auf immer hörst du nur noch irgendwelche Trippelschritte hinter dir. Ich wusste gar nicht, was das sein soll. Und da kommt da drei Spinnen an, ey. Ah, echt, Minecraft ist so ein Nervenkiller. So, ist völlig sinnlos, dass ich den Sand jetzt hierher gebaut habe. Weil ich den ja eh gleich wieder abbaue. Aber an einer anderen Stelle. So, dann suche ich einfach mal hier jetzt ein bisschen weg. Ich möchte auch nicht die Wüste jetzt verschändeln hier. Weil wir hier sicher noch öfters hinkommen. Was ist denn das hier? Really shit hier. Really shit. Ja komm, was kommt denn da jetzt hinter mir noch an? Ja, natürlich. Hast doch nichts Besseres zu tun, ne? Immer kommen sie alle von hinten. Die bösen Menschen. Machen mir ganz dann Angst. Schlimmer als Hänsel und Gretel hier, ey. Ich bin das Gretel. Aber die Musik beruhigt uns wieder. Oder mich. Ich weiß ganz genau, ihr habt auch genau solche Panikattacken wie ich hier. Oder auch nicht. So, 63. Nehmen wir mal hier unten noch ein bisschen was weg, was ja voll in den Wald reingeht. Das sieht ja natürlich auch nicht so toll aus. Nanu. Das habe ich übersehen. Spinne. Spinne! Spinne! Nein! Oh, nein. Mit der Spitzhacke. Schwert, eins haben wir noch, okay. Also, ich bin ja jetzt zur Zeit, also ich habe ja jetzt mich schon ein bisschen reingefuchst, so. Hab mal die ganzen neuen Features auf meiner Hauptwelt unter die Nase genommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es nicht mehr erwarten konnte, die alle auszutesten. Und ich muss sagen, es gibt schon echt verdammt geile neue Features. Da habe ich mich richtig gefreut über einige. Vor allen Dingen jetzt dieser Unsichtbarkeitstrank. Ich habe ihn schon gebraut. Ich habe ihn aber noch nicht benutzt. Ich habe einfach nur geguckt, ob es geht. Ich habe gesagt, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Trankbrauen beschäftigt. Stimmt auch. Ich habe jeden Trank vielleicht ein, zwei Mal gebraut bis jetzt.
Und ich benutze die Tränke auch eigentlich gar nicht. Sie stehen, sind nur so zur Verschönerung da. Das Skelett versucht uns dazu zu kriegen. Achso. Ich wollte es mit der Schaufel blocken. Die Sounds sind schon geil. Das erspart mir zumindest. Ich wollte mir nämlich eigentlich das. Soweit ich weiß, gibt es ja das Honeyball Soundpack oder das Kronk Soundpack. Ja, zum Runterladen. Das wollte ich mir eigentlich runterladen, aber das erspart mir das jetzt natürlich. Jetzt sollten wir langsam genug haben. Und dann gehen wir mal langsam zurück. Was mich einerseits geärgert, andererseits war es natürlich auch. Naja, also. Wie soll ich sagen? Einerseits hat es mich geärgert. Was war das? Wow! Andererseits kann ich es verstehen und ich finde es auch gut, dass. Moment. Puh. Die Dorfbewohner, die haben ja bis zur 1.3 so gehandelt, dass du wirklich jeden Handel unendlich mal machen konntest. Und jetzt seit 1.4 geht das nicht mehr. Du kannst so 5-6 Mal mit einem Dorfbewohner handeln. Genau habe ich es noch nicht rausgefunden. Und dann verschwindet der Handel. Fand ich extrem schade, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich an meine ganzen Diamantwerkzeuge kommen soll und so. Ich habe zwar Diamanten, aber die möchte ich ungern dafür ausgeben. Da bin ich eindeutig zu geizig für. Was Diamanten angeht, bin ich sehr geizig. Außer dass das natürlich unbedingt sein muss. So, jetzt sind wir am falschen Haus. Wir müssen da runter. Naja, ich meine, ist wenigstens ein bisschen schwerer geworden. Und ich finde, das 1.4-Update ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Also, Lobesdank an die Erfinder. Steht hier irgendwas dran? Gemüse-Ranch weiterbauen. Ja, sind wir noch dabei. Das ist doch gut. Nanu? War das eine Fledermaus? Nee. Aber. Hauspunkt. Chi. Das wollte ich mal wieder gesagt haben. Ja, ich glaube, ich hätte eigentlich auch ein paar Kakteen mitnehmen können. Schwachmat, ey. Ein Schwachmat. So, dann werden wir hier mal jetzt ein bisschen Sandy Sand spielen. Und hier eine kleine Wüste hinbauen. Für unsere Kakteen. Ich habe früher, als ich ein kleines Kind war. Naja, das heißt früher, also vor 5-6 Jahren war das. Ja gut, es ist trotzdem früher. Habe ich gerne Kakteen gesammelt. Da hatte ich über 200 Kakteen und habe die sogar verkauft gehabt. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich echt mal wieder Lust, mir so ein paar Kakteen zuzulegen. Kies haben wir jetzt keinen hier unten. Na okay. Jetzt hätte ich jetzt gleich mal den Kiesweg hier ein bisschen vollendet. Und dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Perfekt. Jetzt baue ich es nochmal schnell ab. Kann man irgendwie. Wie geht das am schnellsten? Mit dem Schwert, gell? Ja. Jetzt gucke ich mal noch in die Richtung hier. Perfekt. Kriegen wir 30 Stück hin. Das ist doch grandios. Und dann hole ich jetzt Kies und dann machen wir noch die Ranch zu Ende. Also, was heißt zu Ende? Noch zu Ende ist er noch lange nicht. Es war ja auch. Ich spiele ja jetzt nicht mehr im Vollbildmodus. Also, ich habe ja vorher mal nie im Vollbild gespielt. Und hatte dann für eine Aufnahme. Und zwar für die. Wie nennt sie sich? Village Defend Aufnahme hatte ich mal im Vollbild gespielt. Und es ist mir echt mega peinlich, dass ich dann ab einer Stunde ungefähr mal nachgeguckt habe, wie viel Zeit ich schon spiele. Und dass ab da dann ständig die Anzeige im Bild war. Also das ist mir echt mega peinlich. Das lässt sich im Nachhinein natürlich jetzt auch schlecht wegmachen wieder. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Naja. Oh, guckt euch den Boden an. Der ist so geil, der Boden. Ich freue mich so. Danke, Honeyball, danke. Ich weiß nicht, ob es vorher schon in dem Pack war, aber ich habe ja vorher nicht mit dem Working gespielt, sondern mit dem Antique habe ich gespielt.
Kies ist nicht hier, sondern hier. Genau. Okay. Es gibt jetzt auch Steinzäune. Ich habe mal versucht, ob man sich ein Steintor bauen kann. Da habe ich, aber das scheint anscheinend noch nicht zu funktionieren. Oh, die Musik ist gerade echt nervig. Moment. Okay, lass mal das. Ich bin voll in Feierlaune. Es ist Montag, es sind Ferien, aber ich habe nichts zu tun. Keiner hat was vor. Langweilig. Morgen geht dafür dann hoffentlich die Party ab. Sind ein paar Freunde eingeladen. Ich denke nicht, dass es zum Let's Play kommen wird. Ja doch. Vorher mit Wolke natürlich, aber dann mit den anderen Leuten wird es höchstwahrscheinlich nicht zum Let's Play kommen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich wüsste in letzter Zeit eh nicht, also zur Zeit weiß ich eh nicht, was für ein Kruse-Special-LP ich wieder machen könnte. Mach ich ab und zu mal. Aber ich habe zur Zeit keine Anhaltspunkte, was man machen könnte. War's da schon? Oh. Das reicht natürlich nicht. Hier schon was reif. Nö. Dann haben wir mal da hinten ab. Ja. Wie gesagt, wenn jemand von euch irgendein kleines Game hat, sowas wie Slender oder. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht Dings spielen. Wie nennt sich das? SPC? Weil ich finde das irgendwie langweilig. Ich weiß nicht, was alle Leute an SPC so toll finden. Aber für meinen Geschmack ist es nichts. Und ich habe auch schon mal mit Wolke drüber geredet und mit Warbase. Oder mit dem, der sich letztes Mal Nice genannt hat. Also keiner von denen findet das Spiel wirklich gruselig. Und deswegen, ich weiß nicht, also. Mich spricht's auch nicht wirklich an. Wir brauchen Blumen. Wir brauchen Blumen. Und was ich rausgefunden habe, wenn man in Dschungeltempel geht. Genau. Moment. Das werde ich jetzt mal kurz machen. Und zwar. Jetzt wollte ich beinahe Falltüren bauen. Mache ich mir jetzt mal drei Schilder.